Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt. Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 74, erschienen am 2. April 2023. Die letzte Episode liegt schon wieder ein bisschen zurück, aber das hatte dieses Mal nur gute Gründe. Ich war verreist, und zwar nur für diesen Podcast. In der ersten Märzhälfte besuchte ich die Raumsonde JUICE am Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana und danach folgte direkt eine Woche in Bremen für den deutschen CANSAT-Wettbewerb. Von beiden Reisen habe ich sehr viel Material mitgebracht. Mehr dazu erzähle ich ganz am Schluss bei Auf Distanz ganz nah. In dieser Episode soll es nun um die ESA-Raumsonde JUICE gehen. Die soll am 13. April 2023 zum Jupiter gestartet werden und ich hatte die Gelegenheit, in Kourou einen ganz, ganz nahen Blick auf die Raumsonde und die Trägerrakete Ariane 5 zu werfen. Diese Episode gibt einen Blick auf die parallel laufenden Arbeiten an JUICE und der Ariane 5. Und ich möchte auch schon eben ankündigen, zu JUICE kommt noch mehr, dazu gibt's auch weitere Infos am Ende der Episode. Nun springen wir aber erstmal zu den Vorbereitungen nach Kourou. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema. JUICE ist eine Raumsonde der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Sie soll den Planeten Jupiter und einige seiner Monde besuchen, nämlich Europa, Callisto und Ganymed. JUICE soll am 13. April 2023 vom Europäischen Weltraumbahnhof in Kourou gestartet werden. Als Trägerrakete wird eine Ariane 5 zum Einsatz kommen. Das letzte Mal, dass ich selbst JUICE gesehen habe, das war im Rheinraum von Airbus in Toulouse. Pablo von der Bewuta war mit dort und wir besprachen in Episode 72 unsere Eindrücke. Bei der Veranstaltung im Weltraumbahnhof in Kourou sah ich JUICE nun wieder. Erneut in einem Rheinraum, der liegt im Gebäudekomplex S5. Hier werden Satelliten und Raumsonden vor dem Start für mehrere Wochen vorbereitet. Dieses Mal war JUICE sichtbar weiter aufgebaut als in Toulouse. An beiden Seiten der Sonde konnte ich nun die zusammengefalteten Solarpaneele sehen. Sie waren überraschend dünn und geschützt waren sie von großen roten Platten, die mit dem Hinweis Remove Before Flight versehen waren. Im Gebäudekomplex S5 traf ich auch Giuseppe Sari wieder. Er ist der ESA-Projektmanager für JUICE und er hatte kurz Zeit für ein Interview. Ich fragte ihn, was seit unserer Begegnung in Toulouse so passiert ist. Wir haben die letzten Tests beendet, Software-Tests und Funktionstests. Und dann haben wir das Raumfahrzeug hierher transportiert mit einem Antonov-Flugzeug und es ist am 9. Februar angekommen. Nun ist es hier im Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana und wir machen die letzten Tests des Raumfahrzeugs von allen Subsystemen, einschalten, ausschalten und funktionale Tests. Und nun reinigen wir die Instrumente, um sicherzustellen, dass sie sauber sind, bevor sie in den Weltraum reisen. Und schon bald werden wir die Arbeiten beginnen, um das Raumfahrzeug mit der Rakete zu integrieren. JUICE wurde in einem speziellen Container transportiert. Am 9. Februar ging es für diesen von Toulouse nach Französisch-Guyana in Südamerika. Ziel war der Flughafen Cayenne. Kourou hat zwar auch einen eigenen Flugplatz, aber für große Maschinen ist der nicht geeignet. Das bedeutete dann eine letzte Etappe über Straßen, das sind etwa 70 bis 80 Kilometer Strecke. Nach der Ankunft am Flughafen in Cayenne wurde JUICE also auf einen großen LKW verladen und dann ging es für den Transport mitsamt Polizeieskorte nach Kourou. Die Fahrt dauerte ungefähr einen Nachmittag. In Kourou angekommen, wurde JUICE in einer Luftschleuse im Gebäudekomplex S5 aus dem Container entnommen und gereinigt. Über Nacht blieb die Sonde dann in der Luftschleuse, um die Temperatur anzupassen und am nächsten Tag ging es dann in den Rheinraum. In dem konnte ich JUICE dann im März besuchen. Im Rheinraum wurde JUICE für den Start fit gemacht. Und ich traf hier Johannes Gumpinger. Er ist Product Assurance Engineer bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA.
Wir sind jetzt hier im Rheinraum in Kourou. Was ist hier deine Aufgabe aktuell? Also momentan sind wir hier in der sogenannten Payload Preparation Facility. Und das bedeutet, wir machen hier Funktionstests und wir bereiten das Spacecraft vor, um dann später die Tanks zu füllen mit dem Treibstoff. Und zum jetzigen Zeitpunkt sind wir gerade dabei, die Instrumente noch einmal zu reinigen. Selbstverständlich ist das sehr wichtig, dass die auch sehr gut funktionieren und gute Daten liefern können. Und das sind momentan gerade die Aktivitäten, die wir hier unterstützen. Instrumente, also die Payload im Prinzip von Juice, 10 Stück an der Zahl, wenn ich es richtig habe? Genau, wir haben 10 Instrumente und wir machen hier optische Payloads, also optisch die natürlich ja, dann besonders davon betroffen sind von etwaiger Verunreinigung. Und genau diese sind wir dabei gerade zu reinigen. Wie kann man sich so einen Reinigungsvorgang vorstellen? Also im Prinzip sind die Instrumente so gut, es geht immer abgedeckt, dass sich keine Partikel und kein Staub ablagern können. Aber doch, manchmal muss man diese Abdeckungen für gewisse Tests abnehmen und dann können sich so Partikel drauf ablagern. Das sind sowohl Partikel, aber auch organische Kontamination. Und das kann man mit verschiedenen Methoden, mit Lichtquellen, aber auch mit ultravioletter Lichtquellen kann man das detektieren. Und dann wird das im Prinzip mit Alkohol und sehr sauberen Tüchern wieder entfernt. Also richtig im Prinzip putzen. Genau, es wird geputzt. Genau. Wann ist eure Arbeit hier zu Ende mit Reinigen der Instrumente? Das wird diese Woche fertiggestellt. Genau, also wir haben noch bis Freitag haben wir noch Aktivitäten geplant und dann wird das fertig sein. Du erwähntest das Betanken. Womit wird Juice betankt werden? Wir haben für den Satellit selbst haben wir einen Tank für den sogenannten Oxidizer und einen anderen für den Propellant. Das bedeutet, wir haben Mixed Oxides of Nitrogen ist unser Oxidizer und Hydrazin, MMH, ist der Treibstoff sozusagen. Und genau, das ist für unseren Juice-Satellit der Treibstoff. Ja, Hydrazin ist, soweit ich weiß, nicht ganz unproblematisch. Was für Sicherheitsmaßnahmen werden da getroffen bei der Betankung? Ja, ganz genau. Also das sind sehr gefährliche Stoffe, mit denen hier hantiert wird. Und dazu muss auch das Spacecraft in einen anderen Raum gebracht werden. Und dort sind spezielle Sicherheitsvorkehrungen getroffen, dass hier kein Unfall passiert. Und hier sind dann auch nur eine ganz reduzierte Anzahl von Leuten, die hier dann wirklich an den Aktivitäten beteiligt sind. Und das wird von Experten durchgeführt und die haben spezielle Anzüge, bedruckte Anzüge sozusagen, dass ja kein Treibstoff zum Körper gelangen kann. Und das wird ganz genau geplant und nach einer gut vorbereiteten Prozedur dann gemacht. Johannes Gumpinger erwähnte neben Reinigung und Betankung von Juice auch funktionale Tests. An solchen Tests arbeitet Sarah Barter. Ich bin Sarah, ich arbeite für Airbus Friedrichshafen im Projekt Juice. Meine Funktion ist funktionales AIT. AIT heißt Assembly, Integration und Test. Das ist also die Endphase, in der ein Satellit wirklich zusammengebaut wird und alle Funktionalitäten ausgetestet werden. Und für mich im Speziellen funktionales AIT bedeutet, dass wir die Funktionen des Spacecrafts testen, indem wir von Kontrollcomputern Kommandos schicken an Spacecraft und uns dann entsprechend die Telemetrie anschauen, die wir vom Spacecraft zurückbekommen, ob sich alle Units auch so verhalten, wie sie sollen. Wir testen auch verschiedene Missionsszenarien aus, also zum Beispiel verschiedene Safe Modes, wenn das Spacecraft den Kontakt zur Erde verlieren würde oder auch das Deployment der Solarpaneele, das Deployment der verschiedenen Antennen. All das wird natürlich on ground auch getestet und überprüft, ob es sich auch alles so verhält, genauso verhält, wie man das möchte und ob alle Units auch in Ordnung sind, selbstverständlich. Weil wenn wir mal fliegen, kommen wir nicht mehr ran. Jetzt sehen wir Juice, das haben wir mal seitlich aufgehängt. Der hängt eigentlich so über dem Boden, kann man sagen. Er wurde gerade rotiert. Wofür war das gut? Der Satellit ist auf einem sogenannten MPT. Das ist ein Trolley, der das Spacecraft von einer Seite hält. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass der wirklich nur auf einer der kleinen Seiten mit einem Ring gegriffen wird, das Spacecraft, und der Rest hängt dann frei, sodass man möglichst gut von allen Seiten ans Spacecraft rankommt. Und damit man dann auch an alle Units rankommt, von oben unten, das Spacecraft ist ja nicht besonders klein, das ist ja jetzt einige Meter oben,
wenn man auf die Oberseite wollen würde, muss man das Spacecraft auch rotieren können, sodass dann die Mechaniker, die die Units integrieren, die Elektriker, die die Kabel stecken und so weiter, auch an alles rankommen, dass sie rankommen müssen. Den Prozess nennt man lustigerweise auch Barbecue, weil es so ein bisschen ist wie so ein Grillspieß, der sich dreht. Ich hatte das letzte Mal Juice gesehen im Rheinraum bei Airbus in Toulouse und da waren die Solarpaneele noch nicht montiert. Jetzt sind sie montiert und ich bin sehr überrascht, wie dünn diese Strukturen sind. Also jetzt von unserer Perspektive aus, links und rechts, sind es jeweils 5 Paneele eng zusammengepackt. Und das ist wirklich erstaunlich dünn. Ja, das sieht immer alles on ground erstaunlich fragil und dünn aus. Für mich sind ja, muss ich jetzt mal dazu sagen, weil meine Tests vor allem sich auch auf Power konzentrieren, die Solarpaneele der schönste Teil an diesem Spacecraft. Es ist eine wahnsinnig fragile Struktur. Es braucht aber auch nicht mehr, weil im All haben wir nun einfach nicht diese Gravitation und diese Kräfte, die das Ganze auseinanderbauen würden. Es reicht völlig aus im All, um das Ganze zu stabilisieren. Und man ist natürlich bei solchen Missionen auch limitiert darin, wie schwer jede Unit sein darf. Und das ist alles durchoptimiert, um entsprechend genau die Kräfte des Launchs und die Kräfte im All auszuhalten, aber halt auch nicht mehr. Wir sind nun nicht on ground. Und das Ganze wird dann wirklich, das sieht man jetzt hier vor uns, von kleinen Federn nur aufgedrückt, das Panel, wenn es deployed wird. Das sind wie so kleine Uhrenfedern, die aufgerollt sind. Das reicht völlig aus, um im All das Ganze sanft aufzuklappen. Das ist ja dann ein, sagen wir mal, passiver Prozess. Es sind keine Motoren involviert. Was hält die Solarpaneele davon ab, sich jetzt aufzufalten? Also im Moment werden die Solarpaneele von sogenannten Thermal Knives gehalten. Das sind mehrere Strukturen aus, wie einem, man kann sich das vorstellen, wie so ein kleines Seil, was zwischen zwei Metallplatten ist. Dieses Seil hält von vorne mit einer Kappe das Panel und ist an der anderen Seite am Spacecraft fest. Also es ist wirklich wie mit einem Seil festgemacht. Und was wir machen, um das Solarpanel dann am Ende in die Freiheit zu entlassen, ist im Prinzip, man schickt einen Strompuls aus dem Spacecraft in diese Metallplatte. Diese Metallplatten fangen an zu glühen. Das Glühen der Metallplatten schmilzt langsam dieses Seil durch. Und dadurch wird ganz, ganz sanft das Solarpanel losgelassen. Und das ist auch wichtig, dass der Prozess sanft ist, weil sonst würde das Ganze schwingen, sonst würde die ganze Konstruktion, könnte die ganze Konstruktion beschädigt werden. Also das ist ein ganz sanfter Prozess. Ich schätze, es bestünde sonst auch die Gefahr, eine Art Bewegungsimpuls im All auf das Raumfahrzeug zu geben? Ja, ich denke schon. Und ich bin kein mechanischer Experte, deswegen kann ich dazu jetzt nichts Professionelles sagen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man sonst die Möglichkeit hätte, dass das Ganze auch wieder zurückschwingen könnte oder anfangen könnte, sich in einen Schwingprozess zu versetzen. Wir haben ja nun bei Juice 5 Paneele, die in einem Plus aufklappen. Und was passiert ist, die klappen erst längs auf und danach klappen die lateralen Paneele, also oben und unten die Paneele auf. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, dass der ganze Prozess mit dem entsprechenden Timing auch sanft und glatt abläuft. Sonst könnte das Panel beschädigt werden oder auch das Spacecraft. Und wir sind nun sehr auf unser Panel angewiesen, weil ohne Strom werden wir bei Jupiter nicht viel sehen. Ja, und im Falle von Juice sind die Flächen ja wirklich gewaltig. Die Flächen sind riesig, weil der Jupiter ist nun mal sehr weit weg. Und wir haben jetzt hier bei Juice 89 Quadratmeter Solarpanel, also größer als meine Wohnung. Und trotzdem werden wir, wenn wir bei Jupiter sind, aus diesen Solarpanelen nicht viel mehr Leistung bekommen, als so ein normaler Haushaltsföhn verbraucht. Und mehr braucht es auch nicht, erstaunlicherweise, um dieses ganze Spacecraft zu betreiben. Also man kann hier mit vielen Instrumenten gleichzeitig messen. Es ist wahnsinnig eindrucksvoll. Wir haben Partydetektoren, wir haben Laser, wir haben Kameras, wir haben wahnsinnig viele Units. Und trotzdem reicht diese Leistung eines Föhns aus, um das Ganze, damit das Ganze wirklich Wissenschaft betreiben kann am Jupiter. Es ist wahnsinnig eindrucksvoll. Jetzt sehe ich noch links und rechts ganz außen angebracht etwas, wovon ich sagen würde, es sieht aus wie Aluminiumplatten oder so, ungefähr einen Zentimeter dick. Wahrscheinlich ist es kein Aluminium. Worum handelt es sich dabei? Das sind die Redtechs, die auf den Solarpaneelen außen drauf sind. Solarpaneele sind nun mal eine Unit, die man nicht ausschalten kann. Das heißt, wir haben, wenn wir jetzt hier noch on ground sind und Tests machen, die Solarpaneele immer abgedeckt, damit kein Licht auf die Paneele fällt und natürlich auch, damit niemand die Paneele zerkratzt. Weil man muss dazu sagen, uns reichen 20 Watt aus den Solarpanelen, um das Spacecraft einzuschalten. Also es braucht nicht viel. Ein bisschen Sonnenlicht reicht völlig aus und wir sind an. Du machst Testing an dem Raumfahrzeug, bist aber bei Airbus in Friedrichshafen. Was verschlägt dich jetzt konkret hierhin? Also das Testen? Ja, das Testen. Also ich habe eine sehr verrückte Zeit hinter mir. Ich arbeite eigentlich für Airbus Friedrichshafen. Als ich angefangen habe im Projekt, war das Spacecraft auch gerade in Airbus Friedrichshafen angekommen. Da war damals wirklich nur die Struktur und die ersten Units. Und dann wurde es so Stück für Stück zusammengebaut. Dann sind wir nach einiger Zeit mit dem Spacecraft nach Holland, nach ESTEC für die Vakuumkampagne. Dort bin ich mit nach Holland. Da war ich dann für 3 Monate in Holland.
Dann bin ich von dort aus weiter nach Toulouse für die finalen Tests. Da war ich jetzt 1,5 Jahre in Toulouse und habe dort das Spacecraft begleitet. Und jetzt bin ich hier in Kourou und kann die finalen Tests sehen und hoffentlich dann auch den Start. Also es ist schon eine verrückte Zeit. Du sagtest, ihr testet auch das Deployment der Solar Arrays. Hast du das selber auch schon mal ausgelöst? Ja, ich habe das selber ausgelöst. Also ich hatte die Ehre, selber die Solarpaneele zu schießen. Und ich glaube, das war einer der beeindruckendsten Momente in meinem Leben. Einfach zu sehen, wie man dieses Kommando schickt. Und man hört dann so einen Plop, wenn das Knife dieses Seil released. Und dann sieht man, wie sich das so langsam bewegt. Und man drückt wirklich nur so einen Knopf und dann schießt es. Das ist unheimlich eindrucksvoll. Und ja, ich hatte die Ehre, das selber zu schießen. Wir haben auch den Code selber geschrieben, der das Ganze dann auslöst im Spacecraft. Also die Kommandos und das Timing und wie man halt mit entsprechenden Units kommuniziert. Diese Seile, die das halten, müssen wahrscheinlich danach erneuert werden? Genau so ist es. Also wir haben die Seile, jedes Mal, wenn man die schießt, muss man die erneuern. Man muss auch jedes Mal, wenn man mit diesen Metallplatten glüht, muss man schauen, dass die nachher in einem guten Zustand sind. Man muss dann auch, bevor man final integriert, die Metallplatten nochmal glühen, um sicher zu sein, dass kein Dreck auf den Metallplatten ist. Weil wenn da Dreck drauf wäre, dann wäre es möglich, dass der Glühprozess nicht korrekt das Seil schneidet. Das heißt, wir machen auch sogenannte Cleaning-Glow-Tests, wo wir einfach nur das Kommando zum Glühen schicken und dann selber in das Knife reinschauen und schauen, dass man die rot glühende Platte sieht. Also man kann das richtig sehen, wenn man da reinguckt. Habt ihr denn schon etwas gefunden, was nicht so funktionierte, wie es sollte? Na, das kommt natürlich selbstverständlich immer vor. Ich meine, auch wenn wir hier von sehr, sehr hochqualitativer Hardware sprechen, kommt es immer mal wieder vor, dass was kaputt geht. Wir hatten auch schon Probleme mit Thermal Knives. Die werden dann halt entsprechend ersetzt und dann wiederholt man den Prozess. Das ist klar. Also es passiert immer wieder etwas und das ist auch das Ganze, was alles so spannend macht, weil wenn alles immer funktionieren würde, dann wäre es ja langweilig. Das, was den Job wirklich spannend macht, ist, wir testen, etwas funktioniert nicht und dann suchen wir. Dann ist es wirklich wie Detektivarbeit, rauszufinden, was hier wirklich das Problem macht, wo kommt das Problem her, wie kann man das Problem beheben. Das ist das, was den Job so spannend macht und abwechslungsreich. Wann seid ihr durch? Ich bin durch, wenn ich die Rakete hier abheben sehe in Kourou, dann ist, wenn ich mit diesem Projekt, ist für mich dieses Projekt zu Ende. Es kann natürlich sein, dass wir noch immer mal wieder in ESOC beim Kommandieren, Spacecraft wird ja nun im All dann auch kommandiert, supporten müssen, vielleicht noch mal ein bisschen Informationen geben müssen. Aber normalerweise ist das mehr auf der Engineering-Design-Seite des Spacecrafts und weniger bei Leuten wie mir. Aber für mich ist im Prinzip hoffentlich im April werde ich diese Rakete sehen, wie sie fliegt. Und ich werde hoffentlich dann weniger als eine Stunde später hören, dass die Solarpaneele korrekt ausgeklappt sind. Und dann werde ich sehr, sehr glücklich sein. Ist schon geplant, dass du bis nach dem Start hier bist? Wir sind auch für den Start hier. Also während dem Start sitzen wir hier im sogenannten Checkout an unseren Kontrollcomputern und überwachen den Satelliten bis zur letzten Sekunde. Das heißt, wir sind bis zur letzten Sekunde mit den sogenannten Umbilical-Kabeln. Umbilical, weil das sind nun die letzten Kabel. Es ist Nabelschnur des Spacecrafts verbunden. Sehen die Telemetrie, sehen, was der Zustand des Spacecrafts ist, bis dann die Rakete abhebt und das Kabel abgezogen wird. Unsere Zeit im Rheinraum war ziemlich begrenzt, aber es war fantastisch, Juice nochmal zu sehen. Unsere Gruppe von Medienschaffenden wurde für den Besuch in kleine Untergruppen aufgeteilt. Während die nächste Gruppe den Rheinraum besuchte, gab es eine kleine Möglichkeit, kurz durchzuatmen. In einem separaten Raum konnten wir Platz nehmen und durch ein Fenster auf Juice schauen. Hier traf ich auch Johannes Gumpinger wieder, den ich bereits im Rheinraum getroffen hatte. Wo sind wir hier? Wir sind hier in der sogenannten Payload Processing Facility. Und wir waren gerade im Rheinraum, wo der Satellit noch getestet wird und vorbereitet wird für die nächsten großen Schritte. Und ja, hier momentan sind wir in einem Raum, wo man ganz gut den Rheinraum auch beobachten kann, durch Glasfenster, um ja auch im Presseevents halten zu können. Ja, ich schätze mal, dass wir jetzt ungefähr 4 Meter über dem Boden sind, wo wir vorher waren. Wir schauen jetzt auf Juice ein bisschen drauf. Wir sehen die große Antenne mit einer Folie oben drüber. Die kommt wahrscheinlich weg vor dem Start. Ganz genau. Also die angesprochene Antenne, das ist eine große runde Schüssel sozusagen. Und das ist unsere High-Gain-Antenne, die, wie der Name schon sagt, hat eine große Leistung. Und das ist deswegen wichtig, weil wir dann, wenn wir beim Jupiter sind, ein starkes Signal zur Erde schicken müssen, um auch wirklich entsprechend Daten zurückschicken können. Und ja, die Antenne ist seitlich am Satellit montiert und auch nicht beweglich. Das heißt, um die Erde wirklich zu treffen, muss man den Satellit etwas drehen können. Wir haben gerade gesehen, dass der Satellit im Raum gedreht worden ist. Von der Perspektive, die wir jetzt haben, hängt er also links an einer
Struktur und dann dreht es sich eben wie so ein Hähnchenspieß oder so kann man sich das vorstellen. Diese Seite, wo der jetzt dran hängt, ist das die Stelle, wo später auch die Verbindung zum Launcher stattfindet? Ganz genau. Also das ist die Seite, wo unser Haupttriebwerk sich befindet und das ist auch die, das Interface, das zum Launcher genutzt wird. Und ja, schon in wenigen Wochen wird es dann hier an unserer Ariane 5 Rakete befestigt. Du hast mir im Rheinraum gesagt, ihr reinigt Instrumente. Arbeitet ihr instrumentenübergreifend oder arbeitest du für ein bestimmtes Instrument? Also ich bin Product Assurance Engineer und ich unterstütze den Product Assurance Manager. Und wir haben hier die Aktivitäten, den ganzen Satelliten mit Instrumenten ein bisschen unterteilt, um die Arbeit aufzuteilen. Und so habe ich circa die Hälfte der Instrumente hier in den letzten Jahren betreut. Und ja, der PA-Manager David Montero hat die andere Hälfte betreut und auch das Plattform-Equipment vom Satellit selbst haben wir uns etwa in der Art aufgeteilt. Wenn wir von hier so schauen, ich denke, dass wir von hier ja zumindest Teile von Instrumenten erkennen können. Was ist denn da so dabei? Was kann man dort am Jupiter und den eisigen Monden so erforschen? Also wir haben insgesamt 10 Instrumente am Satellit und die seine Instrumenten-Suite, die eine ganze Reihe von Untersuchungen durchführen wird. Wir wollen ja den Jupiter, aber auch die Eismonde vom Jupiter untersuchen und dazu haben wir verschiedene Instrumente. Zum Beispiel haben wir ein Radarinstrument am Satellit montiert, mit dem die Eisdicke, aber auch der Ozean untersucht werden kann an den Monden. Und ja, wir haben auch ein Laser-Altimeter, wo wir die Topografie von Ganymed zum Beispiel untersuchen können. Wir haben aber auch eine Kamera, die sehr gute Bilder aufnehmen kann. Und auch Spektrometer, um chemische Zusammensetzungen feststellen zu können. Wir schauen von hier jetzt auf die Seite. Im Prinzip, wenn da jetzt nicht diese Platte wäre, würden wir auf die Solarpaneele schauen. Da steht jetzt ganz groß drauf, Remove Before Flight. Und das kennt man natürlich als diese Anhänger, die man auch gerne als Schlüsselanhänger irgendwo als Souvenirs bekommt. Aber wenn ich von hier schaue, sehe ich eine ganze Menge von diesen Remove Before Flight Hinweisen. Gibt es da ein Protokoll, wo die Dinger überall sind? Ja, ganz genau. Also wir haben auf dem Satellit eine ganze Reihe von sogenannten Red Tag Items und da gibt es eine lange Liste und für jeden Test gibt es eine bestimmte Konfiguration, ob so ein Red Tag Item installiert oder deinstalliert sein muss. Und natürlich, bevor man dann da sozusagen auf der Rakete das Ganze dann schließt und für den Start freigibt, müssen natürlich alle Red Tag Items entfernt werden. Und das ist ein ganz wichtiger Prozess, weil natürlich man will nicht später feststellen, dass man ein Instrument noch abgedeckt hat, das eigentlich frei sein sollte. Das passiert zum Glück auch meines Wissens noch nicht, aber ja, ist ganz wichtig, ein ganz wichtiger Prozess, um da genau Buch zu halten, was drauf ist und was nicht drauf ist. Also die Red Tag Items, die kommen weg, wenn die Integration mit dem Launcher schon passiert ist? Ja, also die wird an einem günstigen Zeitpunkt bevor dem Start werden die alle abgenommen. Aber wie schon vorher ich versucht habe zu erklären, da gibt es für jeden Test, für mechanische Tests, aber auch für Vakuumtests, gibt es eine Liste, wo wir nachschauen können, wo das bestimmt wird, ob eine bestimmte Abdeckung drauf sein soll oder nicht drauf sein soll. Das hat verschiedene Gründe. Aber man probiert auch die verschiedenen Abdeckungen von vor allem Instrumenten möglichst spät abzunehmen, weil natürlich immer noch auch in Reinräumen Kontamination stattfinden kann. Reinräume sind sehr rein, wie der Name natürlich schon sagt, aber es ist nicht perfekt und man will natürlich verhindern, dass hier übermäßig viel Kontamination stattfinden kann. Wie gewährleistet man das, wenn Juice dann diesen Raum verlässt und dann zum, ich hoffe, ich sag's richtig, Integrationsgebäude kommt, wo es dann mit dem Launcher zusammenkommt, zu einer Einheit wird erstmal. Gewährleistet man da die ganze Zeit eine Reinraumatmosphäre? Genau, also wir sind hier in einem Gebäude, wo wir momentan ja in einem Reinraum sind, wo der Satellit noch getestet und vorbereitet wird. Der nächste große Schritt ist dann, dass der Satellit betankt wird. Das passiert auch in diesem Gebäudekomplex. Also zum Glück müssen wir hier für den nächsten Schritt, fürs Tanken, diesen Gebäudekomplex nicht verlassen. Aber wenn es dann eben wirklich zum finalen Schritt sozusagen zum Transport zur Rakete, zum Launcher geht, gibt es ein ganz spezielles
Fahrzeug. Und das ist ein Fahrzeug, das selbst in sich noch einmal wie einen Reinraum ausgestattet hat. Und dort kann der Satellit darin positioniert werden. Und da wird er dann zur Rakete dann gebracht, wo er drauf montiert wird. Wie kommt Juice von hier zum Tanken? Also wenn ich das richtig verstanden habe, das ist im gleichen Komplex, ist also wahrscheinlich durchgehend Reinraum. Aber wie wird er von hier nach dort bewegt? Also Juice ist momentan auf einem sogenannten Multipurpose Trolley montiert. Das bedeutet, das ist ein Trolley, wo man den Satellit drehen kann, man kann ihn kippen und aber auch drauf weiter bewegen. Das heißt, man kann diesen Trolley, kann verschoben werden. Genau, der kann auch fahren. Und ja, das wird eben elektrisch angetrieben und wird dann in den nächsten Reinraum weiter transportiert. Ist das hier seitlich oder wo wird es dann hingehen? Genau, also da wird hier ein großes Tor geöffnet und dann kann man dann weiter zu einem Korridor fahren, der dann direkt zu diesem Raum führt, wo getankt wird. Wie ist es für dich, so an so einer Mission zu arbeiten? Ist das ein Job wie jeder andere, wie andere Leute ins Büro gehen, oder ist da noch was Besonderes dabei? Also für mich persönlich ist das ein fantastischer Job. Es ist für mich einfach eine große Sache, wirklich sehr spannend, um da mit dabei zu sein. Und ja, ich glaube, es gibt auch nur eine Handvoll Leute, die auch wirklich bei so einem Projekt mitarbeiten können. Und ich selbst als Ingenieur finde es natürlich toll, da bei so einem Raumfahrtprojekt mitarbeiten zu können. Wie lange bist du schon dabei? Beim Projekt bei Juice selbst bin ich circa 3 Jahre und bei der ESA arbeite ich seit 2014. Ich schätze, dein Job ist vorbei, wenn Juice im All ist und funktioniert. Ja, also Start ist für den 13. April geplant. Dann gibt es eine sogenannte Kommissionierungsphase und die soll dann etwa Mitte Juli abgeschlossen sein. Und bis zu dem Zeitpunkt bin ich natürlich dann auch involviert und bin auch dabei, um das Ganze mit zu betreuen. Und danach wird das JUICE-Projekt bei ESTEC, in Noordwijk eben sozusagen beendet. Dann wird das weiter übergeben an ESOC, das Operations Center in Darmstadt. Und da übernehmen dann eben auch Kollegen aus Darmstadt. Und ja, für mich wird dann das JUICE-Projekt dort beendet. Und ich werde dann wieder hoffentlich ein anderes Projekt finden, wo ich wieder mitarbeiten kann. Gibt es da schon eine Aussicht, was es sein könnte? Es gibt ein paar Möglichkeiten, genau, aber es ist noch nicht definitiv. Die ESA ist ja aktiv in einer ganzen Reihe von verschiedenen Themen wie Erdbeobachtung, aber auch eben Wissenschaft, so wie wir hier dabei sind, oder auch Human Spaceflight and Exploration. Und ja, mal sehen. Sagt die ESA dann, wo es hingeht, oder kann man selber mitentscheiden? Man kann wohl auch selber natürlich Wünsche einbringen und ja, mal sehen, wie das dann weitergeht. Du sprachst die Kommissionierungsphase an. Was passiert dort? Also der Start ist ein ganz wichtiges Event, aber dann wird natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt der Satellit von der Rakete gelöst. Und dann ist es natürlich eine kritische Phase. Einfach deswegen, weil man sicherstellen muss, dass man mit dem Satellit kommunizieren kann. Man muss sicherstellen, dass die Solarpaneele ausgeklappt werden und dass Strom erzeugt werden kann. Und ja, dass er dann wirklich auf die Reise gehen kann, um bis zu Jupiter zu fliegen. Und in dieser Phase ist es ganz wichtig, dass die Experten bei ESOC das gut mitverfolgen können. Und ja, ich glaube, das ist anscheinend eine spannende Sache. Johannes Gumpinger erwähnte die Betankung von Juice in einem eigenen Raum. Diese wird einige Tage dauern, danach geht es weiter. Juice soll mit einer Ariane 5 gestartet werden, einer europäischen Trägerrakete für schwere Lasten. Für diesen Raketentyp soll es nur noch 2 Starts geben, den von Juice im April und einen weiteren Start mit Satelliten im Juni 2023. Danach soll die neue Ariane 6 die Aufgaben übernehmen. Dazu mehr in einer späteren Episode. Bleiben wir erstmal bei Ariane 5. Im Launch Control Center geht es um die Systeme der Trägerrakete selbst. Hier gab es bislang 2 Kontrollzentren für Startkampagnen mit der Ariane 5. Einer davon wird für die Nutzung mit der Ariane 6 umgerüstet. Während Juice im S5-Gebäudekomplex vorbereitet wird, wird parallel die Ariane 5 gebaut und getestet. Im Launch Control Center konnte ich mit Frederik sprechen. Er ist Ingenieur bei Arianespace. Er begleitet aktuell die Arbeiten und Tests an der neuen Ariane 6, hat aber genau diese Arbeiten auch an der Ariane 5 durchgeführt.
The part of the launcher are mainly manufactured in Europe. Die Teile der Trägerrakete und die kryogenen Stufen werden hauptsächlich in Europa hergestellt. Die Feststoffbooster, zwei für die Ariane 5, werden hier in Kourou gebaut, sehr nahe dem Weltraumbahnhof. In the CG, very close to here. There is three main stages in fact for the launch preparation. Für die Startvorbereitung gibt es drei wichtige Schritte. Zuerst baut man die Trägerrakete zusammen mit den beiden kryogenen Stufen und den beiden Feststoffboostern. Das geschieht im Integrationsgebäude. Aufbau und Checkout dauern ungefähr 20 Tage. Roughly 20 days to do both integration and checkout. The launcher is assembled on a launch table. Die Trägerrakete wird auf einem mobilen Starttisch gebaut. Auf dem wird sie zum BAF transportiert, dem Gebäude für die Endmontage. Hier wird das Raumfahrzeug Juice auf die Trägerrakete angebracht, in die Nutzlastverteilung. Okay, now all the final preparation with the spacecraft takes around 10 days. Alle letzten Vorbereitungen dauern ungefähr 10 Tage. Dann dauert es einen Tag für den Transport vom Gebäude für die Endmontage zum Startplatz. Dort sitzt die Trägerrakete in einer speziellen Halterung. Und dann hat man den letzten Ablauf 30 Tage, nachdem die Hauptstufe in Kourou angekommen ist. Bei meinem Besuch am Weltraumbahnhof hatte ich die Gelegenheit, die Ariane 5 zu sehen, mit der Juice gestartet werden wird. Sie befand sich zu dem Zeitpunkt noch beim ersten Schritt im BIL, dem Bâtiment d'Intégration Lanceur, also dem erwähnten Integrationsgebäude. Dieses Gebäude ist 58 Meter hoch und alles darin wirkt riesig. Hier konnte ich mit Jean-Marc Durand sprechen. Er ist stellvertretender Leiter bei Ariane Space in Französisch-Guyana und er erklärte mir, wie weit die Vorbereitungen der Ariane 5 für den Juice-Start gekommen waren. Die Schritte, die wir schon erledigt haben, sind, dass die beiden Booster auf den Starttisch gebracht wurden. Und die Hauptstufe, die Sie sehen können, ist nur an den beiden Boostern montiert. Sie berührt nicht den Starttisch und hat keinen Kontakt zum Boden. Denn die Booster sind sehr schwer und deswegen ist das sehr stabil. Die Booster enthalten einen Festtreibstoff und wiegen jeweils knapp 240 Tonnen. Zusammen liefern die beiden Booster beim Start über 90% des Schubs. Ohne die Booster würde die Ariane 5 nicht einmal abheben. Durch den Festtreibstoff werden die Booster ganz anders gehandhabt als die anderen Stufen. Jean-Marc Durand erklärte mir, wie das abläuft. This is a specific process. Das ist ein spezieller Prozess mit einem Festtreibstoff. Deswegen wird das in einer bestimmten Fabrik gemacht. Sie werden mit einem kleinen Tisch, bei uns Transporteur genannt, aus einem speziellen Lager geholt. Und dann werden sie vertikal aus dem Lager auf den Starttisch gebracht, einer nach dem anderen. From the storage and then we put it on the table, one by one. So there are two boosters and then this is a very. Zwei Booster gibt es und das ist der erste Schritt einer Startkampagne. Für die anderen Stufen, für die Tanks, sind das kryogene Flüssigkeiten. Die werden dann im letzten Moment betankt. Das werden wir am Tag des Starts machen, nicht davor. Seit meinem Besuch in Französisch-Guyana sind die Vorbereitungen schon um einiges weitergekommen. Die Ariane 5 befindet sich mittlerweile im Bâtiment d'Assemblage Final, also dem Gebäude für die Endmontage. Juice wurde mittlerweile betankt und wird kurzfristig folgen. Es sieht also bislang gut aus für den Start am 13. April. Es gibt natürlich einige Faktoren, die einen Start verzögern können. Darüber sprach ich mit Jean-Christophe Delaunay. Er ist Missionsdirektor für Ariane Space. Natürlich können wir zuerst an technische Probleme mit Juice denken, aber da scheint alles in Ordnung zu sein. Dann technische Probleme mit der Trägerrakete. Da haben die Vorbereitungen begonnen und alles läuft gut. As planned and everything goes well. And then of course the last uncertainty. Und dann hängt natürlich die letzte Unsicherheit am Wetterbericht, denn wir können als einzigen Faktor das Wetter nicht beeinflussen. Eine der Hauptgefahren ist das Gewitterrisiko, aber das lässt sich leicht beherrschen, weil wir eine eigene Abteilung nur für lokale Wetterberichte haben. Das können wir also leicht beherrschen, aber wir haben dann kein Startfenster, wir haben nur eine Stunde. Das zweite Kriterium sind Höhenwinde. Es geht nicht um die Widerstandsfähigkeit der Rakete, es geht um das Management von Trümmerteilen für den Fall einer Zerstörung der Trägerrakete. Wir möchten verhindern, dass Raketenteile auf Bereiche niedergehen, in denen Menschen leben, in Französisch-Guyana.
Da geht es also nur um den Schutz der Menschen. We are leaving some people in French Guiana. Yes, it's a matter of protection of people. Hoffentlich am 13. April ist dann der große Tag. JUICE soll um 14.15 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit ins All gestartet werden. 26 Minuten später soll JUICE von der Trägerrakete getrennt werden. ESA-Projektmanager Giuseppe Sarri erzählte mir, wie es dann weitergeht. Just after separation, there is half an hour in which. Direkt nach der Trennung gibt es eine halbe Stunde, in der das Raumfahrzeug vollautomatisch und unabhängig, also autonom, arbeiten wird. Das ist essentiell, um die Triebwerke zu zünden, um die Position des Raumfahrzeugs zu stabilisieren. Das braucht man, damit man die Solarpaneele ausfahren kann. Das bringt dann wieder etwas Instabilität, also zündet man nochmal. Nach dieser halben Stunde wird das Raumfahrzeug von der Bodenkontrolle übernommen. Und dann werden wir all die Dinge ausfahren, die wir ausfahren müssen, wie die Antennenarme. Und dann beginnt die Kommissionierungsphase. Das ist eine Zeitspanne von 2 Monaten, in der wir alle Einheiten, Instrumente und Untersysteme des Raumfahrzeugs einschalten und überprüfen, um sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Das bringt uns bis Mitte Juli. Dann werden wir das Raumfahrzeug der wissenschaftlichen Arbeit übergeben. Dann wird die Reise beginnen und damit auch neue Aktivität. Für Giuseppe Sarri endet damit auch seine Zuständigkeit für dieses Projekt. Über 8 Jahre hat er daran gearbeitet. Die Definition war Projektmanager. Also war ich zuständig ab den Verträgen mit der Industrie, als wir mit den Detailstudien angefangen haben, über Herstellung und Test bis zum Ende der Kommissionierung, also bis Juli, wenn die Mission von einem Missionsmanager übernommen wird. Der wird verantwortlich sein für die Mission, wenn sie geflogen wird. Ich werde im September in Rente gehen, also ist das mein letztes Projekt. Ich denke, ich werde all das vermissen, aber das Leben muss weitergehen. I think I will miss all that, but life has to go on. JUICE ist eine wissenschaftliche Mission und auf die Wissenschaft möchte ich in der nächsten Episode schauen. Ich sprach in Kourou mit Mitarbeitern des Instituts für Planetenforschung des DLR. Unter Leitung dieses Instituts entstand das Instrument GALA, kurz für Ganymede Laser Altimeter. Darüber und über mehr Wissenschaft mit JUICE geht es dann also in der nächsten Episode. Wie immer habe ich einiges an begleitenden Links zusammengetragen. Zu finden sind sie in den Shownotes zu dieser Episode unter aufdistanz.de. Dazu gibt es für diese Episode auch einige Fotos, die ich in den Einrichtungen in Kourou aufgenommen habe. Hier kann man zum Beispiel die Ariane 5 im Integrationsgebäude sehen und JUICE im Rheinraum. Dass ich vor Ort so nah an JUICE und die Ariane 5 kommen konnte, wurde möglich gemacht durch eine fantastisch organisierte Veranstaltung von ESA und Arianespace. Dass ich dabei sein durfte, hat einen Traum erfüllt und dafür möchte ich den Einrichtungen ausdrücklich danken. Ich habe noch viel, viel mehr Material aufgenommen. Dazu erzähle ich gleich mehr. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist die Rubrik über den Podcast selber. Da möchte ich ein bisschen erzählen, was so anlag und anliegt. Die Reise nach Französisch-Guayana war für mich natürlich ein ganz großes Ding. Also tatsächlich wurde damit auch ein sehr lang gehegter Wunsch erfüllt, ein Traum erfüllt, könnte man sagen. Und wenn ich an die 10 Tage zurückdenke, die ich da verbringen durfte, dann habe ich immer noch gewaltig Gänsehaut. Dass das möglich wurde, ist für mich auch rückblickend immer noch schwer zu greifen. Möglich wurde das durch Unterstützung und insbesondere in diesem Fall finanzielle Unterstützung. Da gab es seit der letzten Episode Unterstützung von 2 Menschen mit dem Namen Sebastian, von Benjamin, Norbert, Karl Matthias, Sven und Ralf. Und einige der Unterstützungen waren direkt markiert als Reiseunterstützung. Vielen, vielen, vielen Dank euch allen. Das war wirklich eine große Hilfe. Und danken möchte ich natürlich der Bevuta IT, meinem Arbeitgeber, ohne den diese Reise wohl gar nicht möglich gewesen wäre. Pablo, mein Chef, wollte ja eigentlich mitreisen und wir wollten darüber podcasten, aber das hat nicht ganz geklappt. Aber es gibt trotzdem noch ganz besondere Neuigkeiten dazu.
Wenn alles klappt wie geplant und sich auch der Starttermin nicht verschiebt, dann werden Pablo und ich den Start in Kourou erleben können. Und dann werden wir natürlich davon berichten, wie wir das erlebt haben. Aber auch so gibt es noch unfassbar viel Material. Kurz vor der Reise war ich in Bremen bei Airbus zu Gast. Da gab es jede Menge Informationen über Mondmissionen. Ich konnte 3 European Service Modules im Rheinraum besuchen dort und habe eine ganze Reihe von Interviews aufgenommen. Das wird auf jeden Fall noch eine eigene Episode. Und direkt nach der Rückkehr aus Kourou bin ich dann nicht nach Hause gefahren, sondern nochmal weiter nach Bremen. Da gab es die Startkampagne des deutschen CANSAT-Wettbewerbs und natürlich wird es auch dazu eine Episode geben. Und nicht zuletzt habe ich vom Weltraumbahnhof in Kourou noch sehr viel mehr Material mitgebracht. Ich habe das aktuelle Ariane 6 Mockup gesehen, an denen derzeit geprobt wird, um dann irgendwann die Ariane 5 damit abzulösen. Dieses Material, was ich aufgenommen habe, ist dann unter ganz verschiedenen Umständen entstanden. Einiges sind Interviews, bei einigen Gelegenheiten habe ich einfach das Mikrofon in die Gegend gehalten und ich muss da nochmal komplett durcharbeiten und reinhören, was wie gelungen ist und was man daraus machen kann. Da wird aber auf jeden Fall noch Material für mindestens eine Episode drin stecken. Nach Kourou mit mir reiste, natürlich dann auf eigene Kosten, meine Partnerin Ute. Ihre Stimme kennt man hier im Podcast von den Trennern. Und wir hatten ein paar Tage abseits der Raumfahrt für uns und haben Französisch-Guyana auch abseits des Weltraumbahnhofs ein bisschen erkundet. Und das alleine war überwältigend. Wer hier ein bisschen Dinge über die Reise vermisst hat, auf Distanz macht eben Raumfahrt und Astronomie. Und über das, was wir sonst erlebt haben, möchten wir in eigenen Podcast-Episoden berichten, aber eben nicht hierbei auf Distanz. Wir schauen, wo es passt und dann gebe ich hier nochmal Bescheid. Dann möchte ich noch auf das Ganzohr 2023 hinweisen. Bei dem Barcamp, da geht es um alle Fragen rund um Audio- und Wissenschaftsvermittlung. Und es findet statt am 3. und 4. Juni 2023 in Berlin. Am 2. Juni abends gibt es noch ein gemütliches Treffen vorab. Eingeladen sind alle Menschen, die im Bereich Podcast und Wissenschaft aktiv sind oder aktiv werden möchten oder sich für die Potenziale von Wissen auf die Ohren interessieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung findet man unter wissenschaftspodcasts.de. Wie schon erwähnt, geht es in der nächsten Episode um die Wissenschaft am Jupiter mit Juice. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.